Bei meinem heutigen Video begleite ich die Winzer Klaus und Matthias Wolf vom Weingut Wolf in Birkweiler. Birkweiler liegt an der südlichen Weinstraße. Das Interessante heute daran ist, dass der Weinberg am Hang liegt, das heißt Schieflage hat und somit alles per Hand geerntet wird. Bitte begleiten Sie mich durch das Unternehmen, durch das Weingut. Ich bin Stefan Gries, Weinliebhaber, und ich freue mich immer über Rebsorten, Weinregionen und deren Winzern zu sprechen und diese mit meinen Videointeressenten zu teilen. Ja, vor mir steht der Matthias Wolf vom Weingut Wolf in Birkweiler. Im YouTube ist man ja per Du und ich bin der Stefan. Matthias, ich freue mich, dass ich heute das Weingut hier kennenlernen darf. Es ist ein tolles Weingut, schön im Herzen des Örtchens. Und wir haben ja hier zwei Weine, einmal ein Riesling und einmal ein Riesling mit Gewürztraminer, ein sogenannter Cuvée. Lieber Matthias, willst du uns ein bisschen was zu dem Riesling erzählen? Und wir wollen ja nachher noch in den Weinberg gehen und es aufnehmen. Und hier haben wir eine Karte, vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen. Sehr gerne, ja. Also vielleicht mal gerade zuerst vielleicht kurz auf die Karte eingeht. Ja. Es ist so, dass das Hellrote hier ist das quasi das Weingut Wolf, wo wir uns jetzt gerade befinden. Außenrum sind dann die rot markierten Flächen, gehören zu uns zum Weingut. Hier haben wir den Birkweiler Mandelberg, das ist eigentlich ziemlich bekannt, ist eher so ein bisschen schwerer Boden, ein Nordhang für Chardonnay oder Weißburgunder ist es immer ganz schön. Im Dachsberg haben wir eigentlich dann ausschließlich Rieslinge und auch Spätburgunder bepflanzt. Und dann in dem Filetstück im Kastanienbusch, da haben wir eigentlich ausschließlich nur Rieslinge. Also so wie es auch der Wein, den wir hier haben. Der kommt aus dem Kastanienbusch, vom rotliegenden, also vom roten Schiefer. Das heißt, das ist ein uralter Vulkangestein, 200 Millionen Jahre alt, hoher Eisenanteil, rot oxidiert, bringt immer sehr mineralische Rieslinge. Das ist eigentlich so, dass es eher so ein bisschen ein karger Boden ist. Es ist auch ziemlich steil dort. Das heißt, die Rebe hat ja auch ein bisschen so ein Gedächtnis, eine Erinnerung, dass es eigentlich eher karg ist. Von daher produziert die von Natur aus schon ein bisschen weniger Trauben. Was natürlich dann zugunsten vom Menge-Güte-Verhältnis sich bewegt. Da je weniger Trauben auch da sind, desto besser kann halt der einzelne Stock die wenigeren Trauben gut versorgen. Von daher werden diese Trauben eigentlich im Kastanienbusch auch jedes Jahr relativ reif. Haben immer ein bisschen weniger Säure und bekommen halt durch den Boden auch ein bisschen was Mineralisches ab. Und alle die rot einmarkierten Flächen, die gehören zum Weingut Wolf? Genau, die gehören zu uns. Das ist dann ungefähr ja, so gut die Hälfte der Weinberge. Die andere Hälfte geht in Richtung Gottramstein und Richtung Ilbesheim. Ja, das Weingut wurde erstmalig 1620, kann man ja auch dem Logo entnehmen, ursprünglich in der Dorfchronik von Birkweiler erwähnt, war dann der Winzer Hans Wolf. Wie viele Weinberge der gute Mann hatte, weiß man halt jetzt nicht mehr so genau. Auf jeden Fall sind es dann jetzt mit diesem Jahr quasi 400 Jahre Tradition. Das Logo ist ja sehr interessant. Es wirkt ja wie so ein Kompass. Ja. Hat das eine spezielle Bedeutung, wenn man dieses sich so anschaut? Ja, also wir haben halt lange überlegt. Also 2013 haben wir dann die Etiketten umgestellt. Ich bin jetzt seit 2010 im Weingut mit dabei. Wollten dann aber auch so ein bisschen das alte Familienlogo, also das Wappen, das dabei ist, wollten wir erhalten haben. Also im Prinzip wollten wir eigentlich die Moderne mit der Tradition ein bisschen verbinden. Und wenn wir jetzt zum Wein zurückkommen, wir haben ja jetzt den Riesling drin. Genau. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dem Riesling. Ja, das ist also ein Riesling von 2019, quasi vom letzten Jahr.
letztes Jahr auch wieder super schöne Trauben gewesen, auch relativ spät eigentlich geerntet. Der hat jetzt ungefähr nur so 2-3 Gramm Restzucker, also ist ziemlich trocken ausgebaut. Und dadurch, dass es halt immer sehr wenig Ertrag gibt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, und bekommen die Weine immer sehr viel Extrakt und wirken eigentlich doch ziemlich vollmundig, trotz dass die wenig Restzucker haben. Prima. Also, man riecht hier Pfirsiche, Ananas oder täusche ich mich da? Das geht in die Richtung, ja. Pfirsich ist immer ganz gut mit dabei. Toller Wein. Und halt auch sehr angenehm zu trinken jetzt, finde ich. Also hier unten ist das Flaschenlager. Es war eigentlich so, dass wir 2013 die neue Halle gebaut haben, in der wir uns gerade eben oben bewegt haben, wo auch die Traubenpresse steht. Es war so, dass eigentlich links schon eh und je das Flaschenlager war, auf der rechten Seite dann eher das Fasslager. Es sind dann immer ein paar mehr Flaschen abgefüllt worden und ein paar mehr Fässer mit dazu gekommen. Also man hat dann am Schluss eher mehr Tetris gespielt wie alles andere. Hier unten ist jetzt eigentlich von der Struktur her, das ist eigentlich so, dass hier unten nur noch Flaschenlager und hier vorne dann der Verkauf ist. Und oben ist eigentlich dann die Traubenannahme und dann der Weinkeller, in Anführungsstriche, oben. Was eigentlich ganz gut ist, wir bekommen hier, wir tun bei der Abfüllung schon über die Hälfte eigentlich direkt in Weinkartons reinsetzen, in die Sechserkartons. Und der Rest kommt eigentlich dann in die Gitterboxen, gerade so für den Postversand. Und die meisten Leute kaufen immer so sechserweise ein eigentlich. Ist halt wesentlich wirtschaftlicher geworden, das Ganze, dass halt bei der Abfüllung die Flaschen schon etikettiert werden und schon verpackt werden und dann im Idealfall eigentlich nur noch einmal in die Hand genommen werden und verkauft werden können. Wir befinden uns hier jetzt gerade im Kastanienbusch, im Birkweiler Kastanienbusch, in der Toplage eigentlich vom Weingut, auch für Riesling. Sie sind jetzt eigentlich genau perfekt gekommen für die Rieslingernte von unserem Top-Riesling aus dem Kastanienbusch. Das ist hier ein rotliegender Boden, ein uraltes Vulkangestein, ist über 200 Millionen Jahre alt, hat einen relativ hohen Eisenanteil, ist dann deswegen über die Jahre dann rot oxidiert, deswegen reden wir von einem rotliegenden Boden. Bringt immer sehr würzige, sehr mineralische Rieslinge zustande. Die Trauben, also ich habe jetzt hier mal einen abgemacht, eine Traube, sehen wirklich traumhaft aus dieses Jahr durch das warme Wetter, durch den super guten Sommer und auch durch das Regenwetter, das wir jetzt Gott sei Dank am Schluss noch irgendwie abbekommen haben, haben sich die Trauben wirklich super gut entwickelt. Ich vermute, die liegen jetzt ungefähr so bei 293 Grad Öxle. Also ist im Prinzip nach dem alten System eigentlich so ein bisschen im Spätlese-System. Und liegt ungefähr so bei 8 Gramm Säure. Also die Säure ist doch noch ganz gut erhalten geblieben. Jetzt haben wir den Klaus Wolf dabei. Das ist der Papa vom Matthias Wolf. Und jetzt sind wir mitten am Traktor. Ja, das ist einfach die Toplage hier, Kastanienbusch, rotliegendes. Und die Trauben sieht man ja, sind goldgelb, die hängen locker, sind kerngesund. Also perfekter geht es im Prinzip nicht. Also ist toll, das hier. Sie haben jetzt wie viele Erntehelfer dabei? Oder? Ich glaube so 12 ungefähr. 12. 13, ja. Und das muss alles per Hand geerntet werden? Das machen wir alles mit der Hand hier, ja. Wäre auch zu steil mit dem Vollender zu fahren hier. Ah. Und gleichzeitig können wir noch selektionieren, wenn Trauben dabei sind, wo uns nicht gefallen, die kommen dann weg.
genau. Also die Trauben sind ja jetzt vom Weinberg mit der Hand geerntet worden, sind jetzt mit dem Traktor nach Hause transportiert worden, sind jetzt dann mit Hilfe vom Stapler ist der ganze Traubenwagen in die Höhe gehoben worden, sodass eigentlich dann die Trauben gekippt worden sind. Die fallen dann in so eine Mühle rein. Das heißt, die Trauben werden dann angequetscht. Die bekommen eigentlich alle einen Riss von ungefähr 1 Zentimeter. Bleiben jetzt hier in den Bütten bis morgen stehen. Das ist im Prinzip eine Maischestandzeit. Es ist so, dass dann noch ein bisschen Kalium, ein bisschen Aromastoffe aus der Traubenhaut herausgezogen werden kann und werden dann morgen früh gepresst. Das hier ist die Traubenpresse. Sind auch ganz froh, dass wir hier so ein Pultdach oben drauf gebaut haben, sodass wir auch eine relativ große Höhe haben. Also morgen werden dann auch die Bütten einfach mit dem Stapler genommen, werden dann über den Traubentrichter befördert und dann in die Traubenpresse hereingekippt. Also es wird quasi nichts mehr gepumpt wie früher, also es gibt dann weniger Gerbstoffe und es ist eigentlich so mit das Schonendste beim Abladen. Also es gibt den Top-Riesling, ja, das sieht auch wirklich alles sehr gut aus. Goldgelbe Trauben und wir sind echt begeistert, ja. Ja, Herr Wolf, lieber Matthias, was haben wir hier? Hier sind die Tonneau-Fässer. Ja. Also wir haben jetzt letzte Woche haben wir die ganzen Burgunderreben auch geerntet, also in den größeren Holzfässern nennt sich das, mit 500 Liter Inhalt. Quasi ein Tonneau-Fass liegt in unseren Weißburgunder und der Chardonnay vom Mandelberg. Der Saft kommt im Prinzip von der Presse direkt hier rein, wird auch nicht großartig vorgeklärt, also das ist schon ziemlich trüb eigentlich, weil die Trauben eigentlich alle 100% gesund sind, kommen dann hier in die Holzfässer rein, vergären hier und bleiben dann eigentlich auf der Vollhefe bis ungefähr nächstes Jahr im Mai auch in dem Fass liegen. Ja. Es blubbert und duftet wunderbar. Sehr schön. In der Fußnote ist die komplette Beschreibung der Weinregion, der Rebsorte, des Winzers sowie dessen Link hinterlegt. Wenn auch ihr kein Video mehr versäumen möchtet, dann ist ein Abo und ein Daumen nach oben recht herzlich willkommen.